Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Aniroll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Alle Türen sind rot, außer diese hier. Das bedeutet, wir müssen ein Organisationsmitglied noch erledigen. Und zwar den Big Boss persönlich, Xemnas. In der letzten Folge haben wir übrigens Roxas erledigt, was ein Kinderspiel war. Und ja, ich bin noch mal kurz zur Welt, die niemals war, rüber gedüst und habe Rico einen Mondglücksbänger gegeben. Und zwar macht das folgendes: Es gibt in 3 AP 2 Angriff und 2 Magie. Weil es nicht so wichtig ist, aber die 3 AP sorgen dafür, dass ich ihn noch Hyperheilung ausrüsten lassen kann. Damit hat er jetzt alle Abilities außer Auto-Limit, was sowieso voll nervtötend ist. Und ja, deshalb konnte ich ihn nicht ausrüsten. Der hatte schon sehr gute Sachen ausgerüstet. Habe ich wahrscheinlich schon im Voraus irgendwann mal denen die Sachen gegeben. Und ja. Ja, was gibt's noch zu sagen? Eigentlich nichts. Außer hat ihr vielleicht einen Kommentar, ein Abo oder ein Like hinterlassen könnt, wenn euch der Part gefällt. Das würde mich freuen und dem Part, ich sag schon wieder, den Kanal sehr weiterhelfen. Und ja, das hier müsste der übrigens vorletzte Part sein. Ja. Danach gibt es nur noch einen Boss, den wir erledigen müssen. Und den werde ich wahrscheinlich, weil nicht, da brauche ich wahrscheinlich erstmal eine Woche Vorbereitung. Weil ich werde auf jeden Fall Schutzengel und also was farmen und alle Vollblüten, ja. Also alles Vollblüten herstellen, damit ich meine MP schneller heilen. Und ja, AP brauche ich nicht wirklich. Magie auch nicht. Also Angriffskraft ist jetzt hier nur wichtig. Und ja, wenn ich die alle habe, gehe ich dann in den letzten Kampf. Aber erstmal müssen wir uns um den Kampf hier kümmern. Ja, lange hat es gedauert. 12 Parts, um ganz genau zu sein. Und ja, wir werden uns jetzt mit dem Boss der Organisation 13 angelegen. Und zwar Xemnas. Ich habe nichts geändert an meinem Setup, wie immer. Und ja, das könnte ja aber ein bisschen lange dauern, der Kampf. Ich glaube, der erste Kampf ist sogar ein bisschen schwieriger. Bin mir aber nicht sicher. Ich sag das. Nee, der Kampf wird einfach. Komm, wir sagen, der Kampf wird einfach. Bis jetzt habe ich immer gesagt, ja, der Kampf wird vielleicht schwer oder so. Und dann war es doch voll einfach. Also ja, der Kampf wird total einfach. Wir werden den Boden mit dem aufwischen. Und jetzt wird es richtig schwer. Wetten. Ich habe den noch so ein bisschen im Kopf. Das war, weiß ich nicht, auch wieder 2 Jahre her. Aber egal. Aber der fängt direkt damit an. Okay, hör auf. So, nein. Ja, ich glaube, ich muss irgendwie, ich muss immer rechtzeitig irgendwie abwehren und so, damit ich ihn angreifen kann. Genau so. Ach man. Genau so. Muss mich nur immer ein bisschen reinkämpfen, dann geht's wieder. Ja, da warst du oben an der Treppe kurz. Okay, ich hab dich schon raus. Aua. Weil der macht ja auch keinen Schaden, also. Oh Mann. Jetzt so wild auf den losgehen. Ist nicht eine gute Idee. Aber guck mal. So langsam wie der auf mich zuläuft, ne? Dann ist meine MP schon wieder hochgeladen, ne? Ich wollte erst hier losgehen und Vollblüten und also was farmen, aber war natürlich wieder nicht notwendig. So, dann habe ich das langsam raus. Auf damit. Okay, nicht angreifen, wenn er den Schild macht. Irgendwie bringt das nichts. Ich mach's trotzdem. Ah, endlich mal wieder. Okay. Ich bin getroffen. Ah, jetzt machst du einen auf Dirty Dancing wieder. Muss ja raus. Danke. Okay. Ach man. Mich immer auf die Treppe hier aus, ey. Ich glaube, ich sollte den Angriff gar nicht abwehren. Ich sollte einfach nur aus denen seine Reichweite gehen. Okay, weg. Der folgt mir auf die Treppen. Sollte vielleicht den seinen Angriff aus dem Weg gehen und dann. Ja, genau so. Dann mache ich mir ja eigentlich so schwer. Boah.
also die härtere Version davon. Daneben. Ja, ich glaube, den Angriff kann man sehr schlecht ausweichen. Nicht zu verlieren. Nein, geh weg, Mann. Boah. Dafür muss ich auf dem Boden sein, um abzuwehren. So, komm her. Nein, das war zwei. Was, dieser eine Tanzangriff von dem, der macht mich ja nicht fertig. Das ist halt gut. Solange ich Trotzkopf habe und so, kann ich ja gar nicht dadurch. Ah. Warum mache ich jetzt schon wieder so Probleme? Oh, ich warte, bis man den PC aufladen, oder? Nee, das kommt. Komm her. Komm her. Mach! Du Sack. Oh, das habe ich vorausgesehen. Nein. Komm her. Oh, willst du mich verarschen, ey? Mach dir vorher Massenknüppel mit mir. Ja, das war doof. Mein Gott. Es sei denn, hat sich meine Drive und all so weit aufgefüllt. Lebensgefährlich tötet er mich auch nicht. So, oh mein Gott. Ich den mal treffen, ne? Boah. Warum gehe ich so weit weg, ey? Da hätte ich dich treffen sollen. Nein, weiter ausrollen sollen, hier ausweichen. Guck mal, jetzt kommt ja schon wieder damit, ey. Was? Wie bin ich da ausgewichen? Ich glaube, ich habe eine Idee. Geh weg! Ah! Noch am Leben. Der trifft mich gar nicht mit dem zweiten Angriff, merke ich gerade. Ah ja. Ja, wenn du willst. So. Boah, ich hab grad. Ich glaube, ich weiß, wie ich das jetzt schaffe. Au. Damit hätte er mich töten können jetzt. Das ist nicht geil. Ich bin ja nicht blöd, ey. Ich bin doch nicht blöd. Ich habe eine Idee, komm her. Hallo, triffst du mich mit dem zweiten Angriff nicht, du Idiot. Ja, das kann jetzt jedes Mal, wenn er sich wegteleportiert, einfach. Ja, das jedes Mal, wenn er sich wegteleportiert, kann ich einfach blocken. Ich liebe es, wenn ich einen Feind irgendwie analysiert habe. Ja, dann. Ich habe doch geblockt. Ah. Da, ich habe doch geblockt. Ja, da kann ich nicht mehr. Nein. Ah, jetzt habe ich dich. Aua. Und tschüss. So, das war die erste Stufe. Die ich nach ein bisschen, weiß nicht, umblödeln gut gelernt habe.
So, und das Gute ist, wir haben jetzt Rico an unserer Seite. In dem nächsten Kampf. Und das macht die Sache ein bisschen einfacher. Ja, ach, jetzt ist sowieso noch Dingens. Kann ich noch mal zeigen. Rico hat jetzt einen Mondglücksbringer und so. Wie zur Dämmerung. Möchte eins meiner Schlüsselschwerter geben. Okay. Haben wir das? Ich will denen keine Items geben. Aber schon so schaffen. So, und jetzt zum letzten Kampf der Organisation 13. Data Final Semnas. Zebra Semnas, was weiß ich. Ich habe nicht mehr im Kopf, ob der schwer war. Ich glaube, er war nicht sehr viel schwieriger als die restlichen Organisation 13 Mitglieder. Aber ich weiß nicht, der erste, der hat ja richtig Schaden gemacht, aber nicht so, dass ich irgendwie nicht da rauskomme und so. So, fängst du auch mit den Dingen an? Ich glaube, du schießt erst diese Riesendinger auf uns, ne? Ja. So, sehr gut. Ich kann dich auch nicht in die Luft hauen. Guck mal, wie wenig Schaden der noch macht. Kommt direkt auf dich zu, ja? Macht mir zwar auch Schaden, aber ich mache dir auch Schaden. Das ist eine kleine Fehleinschätzung bei dir. Oh. Ah ja, und Rico kann dann ja heilen, genau. So, ich möchte jetzt hier einfach Dreieck. Oh nein. Au. Ja. Mein Schwert. Dein Schwert. Blocken. Schade, jetzt geht immer weg nach dem Angriff. Und Rico scheint irgendwie sehr selten zu verrecken. Ich weiß nicht, ob er irgendwie eine Fähigkeit hat. Ich glaube, er im Leben bleiben muss in diesem Kampf, aber scheint irgendwie immun dagegen zu sein, kaputt zu gehen. Ja, und deswegen kann er mich auch heilen. Ich muss nur aufpassen, dass er genug HP hat, wenn ich irgendwie, weiß nicht, wenn er sein Ding hier macht, seinen letzten Ding hier, wo ich zu Rico wechsel. Hab doch geblockt, Mann. Na, seht euch das an. Ich habe, das kostet 99 MP. Deswegen kann er es einmal einsetzen. Hat dann noch ein MP. Kann es dann noch mal einsetzen. Dann lade ich seine MP wieder auf. Da hat er wieder 100. Dann hat er wieder ein. Das ist irgendwie broken. Ich habe doch geblockt. Muss mich nicht mal heilen, ja. Mache, aber. Aber wenn ich ihn jetzt mal treffen würde, ne? Sehr toll. Oh Gott. Ich habe gerade gesehen, Rico hatte nur ein HP oder so. Aber er hat sich noch vorher geheilt. Oh mein Gott. Ich muss erst mal gucken, welchen Angriff noch mal. Also wenn ich mehr Schaden haben würde, ne? Wäre er sehr gefährlicher, aber nein. Bist nicht. Ich mir die Hand, Bruder. Epic Bro Fist. Ne, Epic Bro Shake. Ja, das war nicht so toll. Ich glaube, der macht das noch ein bisschen öfter. Aber ich weiß, wie man den Angriff aus dem Weg gehen kann. Ich würde mich eigentlich nur rechtzeitig heilen. Genauso. Muss mich eigentlich nur rechtzeitig heilen. Habe ich, glaube ich, im letzten Kampf auch gemacht, ne? Ich dachte, jetzt kommt wieder keine Sphäre. Da passiert eigentlich, wenn ich mich währenddessen verwandle. Das war auch eine gute Frage. Oh, danke, Rico. Der Typ ist eigentlich genau das gleiche Problem wie Sigmar. Kann ihn nicht treffen. Ich glaube, ich sollte ihn in der Luft angreifen. Au, 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 au.
Naja. Lach, wenn ich dich nicht auch noch schaffe nach all den anderen. Ha! Sehr gut. Boah. Es ist echt nützlich, dass man Rico jagt. Boah, ich bin noch die ganze Zeit in Bewegung. Boah. Au. Hör auf damit, das nervt töten. Du machst mich noch nicht mal damit platt. Ich kann den Angriff einfach aus dem Weg gehen und du kannst nichts dagegen machen. Ich finde das so geil. Au. Das ist jetzt nicht wahr. Oh Gott, ich habe ein Problem. Oh, willst du mich verarschen? Bin tot. Nein, das ist doch jetzt einfach nicht wahr. Warum hat denn der da oben eingesetzt? Ey? Was soll denn der Scheiß? Boah, jetzt kann ich noch mal gegen den kämpfen. Boah, komm schon. Ehrlich. Ey, ich warte, boah. Dann noch mal. Erste Semnes sollte ja jetzt kein Problem sein. Oh, das ist ja so bitter. Warum konnte ich das nicht mit dem ersten Mal schaffen, ey? Weil warum muss der halt da oben einsetzen, ne? Und davor habe ich noch gesagt, er kann nichts dagegen machen, dass ich mich zwischendurch heile. Boah. Aber ich glaube, ich hatte auch gar keine MP zu dem Zeitpunkt, ne? Ja, das ist natürlich sehr doof gewesen. Er war jetzt einfach nur blöd Pech hier. Ach, okay, dann machen wir eben noch mal. Ich weiß, wie ich die erste Form jetzt kaputt haue, also mach. Gib mir your best shot. Ich kann einfach angreifen. Und zwei Balken weg. Ich hab geblockt, Mann. Ja, jetzt musst du nicht mal da angreifen. Geblockt, Mann. Au. Alter. Au, au. Den Tritt habe ich gespürt. Da hätte ich angreifen können, ne? Oh, ich hab doch geblockt, Mann. Ihr habt so gesehen. Ja, da hab ich kommen gesehen. Hey. Oh. 4, 5, 6. Haha. Oh. Muss man einmal nicht richtig abtimen, ne? 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Wie du willst. Oh mein Gott. Diesen Kampf müssen wir uns echt noch mal abgeben. Ey. Ja, Gnadenschuss ist der letzte. So, zack. Mitten gegen ein Gebäude. What?
Okay. Er ist dadurch ganz kaputt gegangen, sehr schön. Und dann habe ich den Mann den Treppe runtergeschmissen. Wer kann das schon von sich behaupten, ne? Boah, ich habe so einen Typen gegen ein Gebäude geklatscht und habe ich ihn in die Treppe runtergeschmissen. Okay, weiter. So, machen wir noch mal. Weil zweimal ist er noch lustiger, ne? Eigentlich dreimal, ja, ne? Im finalen Kampf mit eingerechnet. So, diesmal machen wir ein bisschen stylischer und mit Schmackes und so. Und ich tue mein Dings. Aber die Musik ein bisschen spät. Was? Ich bin seinen Doppelgänger getroffen. Ja, ich muss mich doch gar nicht heilen. Rico macht mich. Sorry, aber das geht. Ja, jetzt kommt das wieder. Aua! Was zum Teufel? Warum wurde ich gerade getroffen? War schon wieder nicht nett, was du da machst. Alter, warum habe ich jetzt so viel Probleme mit dem? Rico, danke. Ich hätte gerne meine MP noch voll. Wegen nerviger Angriff Nummer 5. Ah, das ist außerhalb der Map, oder? Ja. Und sagen, was er wollte, aber ich pack mir einen Ether rein. Boah. Nein, kann ich nicht. Ja, so schnell tut er jetzt nicht mehr einsetzen, oder? Ma. Hi. Auf zu fliegen. Die Musik ist natürlich awesome, ne? Muss ja nicht extra ansprechen, ne? Selbstverständlich. Au. Wieso lasse ich mich von dem ersten Treffer immer treffen? Was wäre jetzt wieder? Can you spare a heart? Oh, ich habe doch die ganze Zeit Dreieck gedrückt. Oh. So, so. Und blocken. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn man gar nicht blockt. Danke. Wenn man einmal den Gegner raus hat, dann ist es nicht schlecht. Jetzt sind wir alle voll wieder. Der ist auch so auf der Map. Der Pisser. Du kannst ja nicht wirklich erkennen, was innerhalb oder außerhalb. Ja, okay, doch, der Boden sieht ein bisschen so aus, aber trotzdem. Hör auf damit. Aua. Au, au, au. Ja. Hahaha. Oh, schon wieder. Vom ersten Angriff, dass ich mich mal treffe. Kann man den überhaupt ausweichen? Ja.
Aber oh mein Gott. Ja gut, mach den Angriff, damit kann ich Space treffen. Kommt zwar eine Menge Schaden dadurch, aber ich krieg dich auch. Oh. Jetzt kommt er wieder damit, das kann wieder dauern. Oh mein Gott, wir erreichen vernünftige Partlänge hier. Oh nein. Aber ich habe voll AP, kann nichts passieren. Rico, setzen Eta ein. Du musst jetzt nicht gegen mich ein, ne? Ich habe genug Zeit hier. Meine MP haben sich auch wieder aufgeladen, ausgezeichnet. Ich gehe kein Risiko ein. Ich könnte vielleicht mehr als einen Schritt gehen, aber ne. Zack. Reicht mir die Hand, Bro. Zwei silberhaarige Bros schütteln sich die Hand. Komm schon, warte, ich bleib schon. Oh, komm schon. Kann ich mal zurück auf den Boden der Tatsachen. Oh, das ist mir ein bisschen so knapp. Ich werde ihn vielleicht auch mit der Limitform fertig machen, aber lassen wir das. Will ich nicht ausprobieren jetzt. Au. Was war das am Ende? Was soll's das? Wo bist du? Nein, ah. Komm schon. Ja. Aber. Nicht schon wieder. Geh weg. Der Angriff macht mir langsam ein bisschen Angst. Einfach so mittendrin. Hier. Komm her. Ja gut. Wie gesagt, gut. Aua, hör auf damit. Auf mich zu treffen. Also ich hab dich gleich. Aber ich werde mich, glaube ich, geil. Na komm. Ja, komm her. Verdammt. Wollte mich noch in die Limitform fallen. So, als nur noch Spam, wie blöd. Dann haben wir gewonnen. Oh. Aber schon. Ich jetzt hier verreckt, ne? Ja, da macht übel Schaden wir. Aber egal. Daumen lasst mich jetzt nicht im Stich. Ja, ich benutze beide Daumen. Jetzt fällt mir der Controller so aus an. Ouch. Oh nein. Mal Rico im Hintergrund gesehen. Und das war's. Und jetzt. Buff. Nein, verdammt, hat geklappt.
Jetzt hat er wieder voll AP gehabt, wahrscheinlich. Nee, ich glaube, der macht aber nichts mehr danach. Würde ich aber nicht ausprobieren. Ich dachte, bis zu dem Kampf hier, bis zu dem Punkt geschafft hat, 100 Dampf versuchen, mich dann verantwortlich macht. So, damit haben wir auch Xemnas erledigt. Datapsen nutzen. Wir kriegen Kraftbolzen. Wow. Also erstmal hat wir einen Kraftbolzen bekommen. Ja, wir müssen mal Xemnas besiegen. Ja, super. Auf habe ich ja Bock. Gut. Und ja, damit war es das mit den Organisationen 13 Mitgliedern. Wir haben alle optionalen Bosse bis auf einen jetzt erledigt. Und für den brauche ich ein bisschen mehr Vorbereitung. Und ja. Oh. Was haben wir jetzt gemacht? Eine Truhe. Was ist denn da Schönes drin? Oh, eine große Truhe. Öffne dich. Booms. Und Zeugnis der Nicht-Existenz. Der Beweis für Source-Sieg im Hof der Zusammenkunft über alle Datenkonstruktionen der Organisation 13. So erscheint anders als zuvor. Wow. Ja, und zwar hat sich meine Krone jetzt silbern gefärbt. Geil, ne? Habe ich eine silberne Krone. Und mit der Krone, die Krone zeige ich natürlich den nächsten optionalen Boss hier. Aber vorher werde ich wahrscheinlich ein paar beständige Visionen und also was farmen, damit ich Dings hier farmen kann. Hier hat sich nichts geändert, schade. Und ja, ich will sagen, was das für diesen Part. Wenn euch dieser Part gefallen hat, könnt ihr ja ein Like, ein Abo, ein Kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen. Das wäre super optimal, toll, schön und so. Ja, in dem Sinne sage ich dann vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten oder mehr oder weniger letzten Folge von Kingdom Hearts Let's Play Kingdom Hearts 2 Final Mix. Ich bedanke mich allen fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur letzten Folge.